Hier ist die zentrale Markthalle in Sofia. Hier kann man super einkaufen gehen. Frischen Fisch, frisches Fleisch. Es gibt einige Restaurants, Bäckereien und regionale Stände. Hinter mir ist eine der ältesten Moscheen in Sofia und wird auch von einigen von meinen Mitstudenten benutzt. An der Uni sind ja viele Muslime. Archäologische Museum von Sofia und vor mir seht ihr die Moschee und den Park. Jetzt laufe ich gerade von der Moschee weg ins Zentrum, dort wo während dem Kommunismus die ganzen Regierungsgebäude gebaut wurden und heute immer noch sind. Hier sind tagsüber Cafés, sie haben jetzt aber schon geschlossen. Normalerweise ist das hier ein sehr schöner, ruhiger Innenhof, an dem ich auch gerne auf dem Kaffee sitze und lerne. So, hinter mir seht ihr jetzt die Regierungsgebäude von Bulgarien. Wir sind jetzt genau im Herzen von Sofia und diese Glasgebäude wurden dieses Jahr neu gebaut. Hier handelt es sich um Ausgrabungen. In einem archäologischen Komplex der Stadt Serdica. Das ist eine römische Stadt. Auf diesen Gründen wurde eben die Stadt Sofia gebaut und ist ganz nett verbunden hier mit der Metro. Also man kann die Ausgrabungsgegenstände betrachten, wenn man die Metro nimmt. Hier seht ihr das Regierungsministerium des Präsidenten und die Nationalgarde im Hintergrund, wenn ihr ganz vorsichtig schaut, auf meiner rechten Schulter. So, jetzt befinden wir uns im modernen Teil der Stadt.